Oh. Ja, hier sieht's ja nett aus. Zwar sehr unaufgeräumt, aber hey, sieht nett aus. Bist du ein scheiß Mimik? Du bist kein Mimik. Kann ich dich aufmachen? Ja, hey, ich kann dich aufmachen. Gibt's hier überhaupt Mimics? Ich habe keine Ahnung. Blutedelstein, Werkstatt, Werkzeug. Was ein Name. Sag das mal 10-mal hintereinander. Huch, Cutscene? Warum kriege ich eine Cutscene? Weißt du, was diese ganzen Türen mal dringend benötigen? Öl. Weißt du, es fließt hier literweise Blut. Aber Öl findest du nicht mal einen Tropfen. Kathedralenbezirk, ah ja. Und wer ist der da? Ist das ein NPC oder ist das einfach ein Typ, den ich umnieten kann? Ach, mit dir kann ich reden. Ja, dann ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Du hörst dich nicht gerade unbedingt so an, als wärst du noch ganz dicht in der Kapuze da oben. Allerdings, der Weihrauch hält die Bestie fern oder die Bestien. Hat's auch so eine gute Konservierungsfähigkeit? Ich meine, weil wenn ich mich dich so ansehen tue, dann siehst du aus, wie als hätte man dich mal eben geradewegs aus dem Grab rausgeholt. Ich glaube, ich passe da lieber mal den Leuten das zu sagen, dass sie hier zu dieser Kathedrale kommen sollen. Am Ende sehen sie dann nämlich auch alle aus wie Trockenobst. Huch, was wie? Hallo? Sorry, ja, du siehst mir ziemlich normal aus für jemanden, der mich umbringen möchte. Was? Ich hab gedacht, das wäre eine Statue. Geh mit meiner Laterne und meiner Laterne mit mir. Ich habe einen Stock und eine Glocke um den Hals. Ja, und jetzt rollst du gleich die Treppe runter. Oder auch nicht. Okay, ich krieg einen Stab ins Gesicht. Ich sollte vielleicht wieder nach Hause gehen. Ich merke, ich habe keine Blutfiolen. Und ich bin gleich tot. Genau, so wie der Kollege hier. Sag mal, kannst du mich mal hier loslassen? Dass die ganzen Toten immer so anhänglich sein müssen hier. Was haben wir da oben? Was? Ich glaube, ich sehe gerade Geister. Wieso werden die ganzen Typen einfach immer größer? Was habt ihr für Steroide genommen, dass ihr immer so groß werdet? Oder habt ihr immer schön eure Fruchtzwerge brav gegessen? Der sieht mich gar nicht. Jetzt bestimmt schon. Okay, wie hast du mich verfehlen können, Kollege? So groß und dann doch so treffsicher wie eine Shotgun, die man auf 10 Kilometer Entfernung abschießt. Hey, was macht der Hebel? Und sogar ja, sollte ich das Tor zumachen wollen. Da vorne ist ein Schreckpärchen mit ein paar Krähen um sich herum. Ich will ja nicht die Unterhaltung, die er da haben tut, die gerade mal in Form von Stöhnen irgendwie ist ja stören, aber... Kann ich mal stören? Guckt mal, ich hab eine Klinge. Und ich kann Beyblade spielen. Ah ja, ich weiß. Du, hey, du hast... Mach mal, hey. So. Sag mal, Kollege. Was sollte das denn? Du hast hier unfaire Waffen, weißt du das? Der andere hat gerade mal einen Ziegelstein. Und du klopfst mal eben hier mit einem verdammten Dingsbums hier rum, hier mit so einem Baumstamm. Sag mal... Hast du mal ins Regelwerk reingeguckt? Da steht explizit, Shreks dürfen nur Ziegelsteine bewaffnet sein. So, was habt ihr davon, dass ihr hier meint zu schummeln? Das ist wie die Krähe hier anschleicht.
Was? Was? Was ist das? Was war das denn jetzt? Ich habe neue Kleidung gefunden und plötzlich taucht hier so eine merkwürdige Kugel auf. Bitte was? Hallo, Sir. Darf ich Sie mal eben stören? Ja, der Hund wird schon gerade wahnsinnig. Danke fürs Anknabbern. Ja, ist ja gut. Sag mal. Ich wollte doch nur mal fragen, was denn da drin ist. Also echt mal. Und ich wollte vorhin den guten Tag wünschen, aber nein. Sofort angreifen. Ich meine, okay, ich habe als erstes angegriffen, aber trotzdem sofort angreifen. Ne? Das ist doch Mann, ey. Die sind total unzivilisiert, die Leute hier. Was macht der Hebel? Ah ja. Öffnet eine geheime Passage. Mit Mimics? Oh, da finden wir hier drin. Auf jeden Fall finden wir schon mal hier ein Item. Und sehr merkwürdige Statuen. Ach, so ein Edelstein. Hier geht's ja noch tiefer. Schön, dass es immer dunkler vor allen Dingen hier wird. Ich meine, ist ja nicht so, als wenn man hier irgendwie was von dem Video sehen möchte. Hallo, da ist ein Werwolf. Geh zurück nach Twilight, meine Güte da. Hier braucht dich niemand. Aber deine Blutsteinscherbe nehme ich gern. Die Stadt ist längst verlassen. Jäger sind nicht erwünscht. Ist doch nicht mein Problem. Mensch, Leute, ölt die verdammten Türen doch mal. Es kann doch nicht so schwer so schwer sein. Jäger, habt ihr die Warnung nicht gesehen? Kehrt sofort um. Altjana, niedergebrannt und von Menschen verlassen, ist jetzt die Heimat der Bestien. Sie sind keine Gefahr für die da oben. Kehrt um, oder der Jäger wird gejagt. Und? Kann doch auch nicht schaden, mal der Gejagte zu sein, oder? Hin und wieder mal so ein bisschen Abwechslung. Ist doch toll. Weil denn von was von Bestien redet der? Oh, hi. Die Werwölfe. Ach so, warte mal, ist das der Fluch von denen, die alle hier reden? Ich schätze mal, ja. Oh, hi. Was war das denn jetzt? Ah, okay, ich wollte schon sagen, der ist jetzt gerade in den Tod gestürzt, aber... sieht mich und springt erstmal runter. Geil. Was ist das denn da für ein Bettvorlaken? Ach so, ein Werwolf mit einem Bettvorlaken. Was ist das denn jetzt da oben? Ist das Gift? Super. Deswegen hat das Spiel mir vor ein paar Minuten Gegengift in die Hand gedrückt. Weil offenbar die hier anscheinend vergiften. Das ist ja geil. Ihr seid ein geschickter Jäger. Immer so dunkel von Ost, wie die besten Jäger so sind. So. Darf ich auch mal angreifen, du bist... Na, geht doch. Ich wollte auch mal hier drankommen, du wandelnder Flockati, ja? Und warum tragen deine Kollegen hier die ganze Zeit so einen dämlichen Bettvorlaken auf dem Kopf? Haben die eine scheiß Frisur, oder was? Das würde mich erklären, warum die so eine Gardine auf dem Kopf haben. Was ist... Alter, was ist denn jetzt kaputt? Hilfe! Alter, wieso schießt der da oben mit einer fucking Minigun auf mich? So viel zum Thema hier. Dieser Laden ist von Bestien überrollt. Ja, da oben ist so ein dämlicher Jäger und ballert mit einer Minigun auf mich. Ja, eine Abkürzung. Da unten geht's auf jeden Fall irgendwo hin. Ich renn mal dahin.
Nein! Oh, hi. Schön, dass ich hier erstmal komplett verfehle. Ich bin... Okay, langsame Vergiftung. Wie hast du mich jetzt gerade angegriffen? Bist du einfach mal mit dem Arsch auf dem Boden gelandet und hast mich dabei getötet? Ich brauche ein verdammtes Gegengift. Reinpfeifen. Ja, da dachte ich mir gerade. Da dachte ich mir irgendwie gerade schon. Das kann nicht gerade unbedingt gar gut sein, wenn ich da einfach mal irgendwo rumstehe. Nein, ich mach nicht nochmal den dämlichen selben Fehler. So, zwei Pseudo-Werwölfe weg vom Fenster. Bloß schnell da vorne hin. Ich will das Item haben. Mann, die Wand ist aber echt stabil. Dass er mich hier nicht treffen tut, ist ein Wunder. Ich muss irgendwie diesen dämlichen Schützen da oben ausschalten. Wieso flog da gerade ein Brett vorbei? Ach komm! Blöde Ausdauer! Okay, hallo. Gut, dass der Typ eine Gardine auf dem Kopf hat und mich deswegen nicht sieht. Alter, ist das eine stabile Statue. Okay, ich muss weg. Sorry, Leute, ich habe gerade was anderes zu tun. Ich muss vor irgendwelchen Schützen abhauen. Kommt hier rein. Das ist schön, dass ihr zum Spielen mitgekommen seid. Hier müsste ich sicher sein, oder? Ja, ich bin unterm Turm. Und komm nicht rein. Oh, ich darf extra jetzt erstmal da langlatschen. Really? Was macht hier so ein Lärm? Hallo? Jäger? Warum latscht hier ein Jäger herum? Was? Das kann jetzt aber kein Spieler sein. Das kann deswegen kein Spieler sein, weil ich offline spiele. Jetzt sag mir nicht, dass es erzwungene PvP-Kämpfe mit irgendwelchen NPCs. Lass mich doch mal hier weg hier! Okay, ich bin zu weit. Der Kollege schießt da oben. Nein. Lass mich in Ruhe. Jetzt kommst du mal her, du feige Sau. Ja, och, jetzt heilst du dich auch noch. Willst du mich verarschen? Ich hasse solche PvP-Scheiß, der künstlich reingepackt wird.